Hallöchen, herzlich willkommen. Die Playoffs des TI sind endlich vorbei und nächstes Wochenende geht es dann in die Climate Pledge Arena zum großen, gigantischen Hauptevent, zum tatsächlichen The International, zu den Finals. Hier, so sieht die Arena aus. In meinem tollen PowerPoint-Vortrag könnt ihr sie euch mal ganz kurz angucken. Ist deshalb erwähnenswert, weil es eben in Seattle ist und dort das erste TI aller Zeiten stattfand, in Valves kleinem Zuhause praktisch. Dota is coming home und das sind die Teams, die dieses Wochenende jetzt in den Playoffs gegeneinander angetreten sind, um eben ins International nächste Woche zu kommen. Wir gehen wie immer durch, wer es geschafft hat, wer es nicht geschafft hat und was alles so passiert ist, umreißen das Ganze ein wenig. Jetzt geht es los. Die Ergebnisse vom ersten Tag sahen wie folgt aus. Spirit konnte Virtus Pro schlagen und zieht damit ins International ein. Dazu muss man sagen, die Spiele waren sehr unterhaltsam, schaut sie euch gerne an. Ihr seht wie immer links eingeblendet, wo ihr sie in meinen Streams finden könnt. Also es war eine krasse Serie und das lag eben vor allem daran, dass Virtus Pro Gegenwehr leisten konnte. Und das gegen den krassen Platzhirsch, das gegen das wahrscheinlich beste Team der Welt aktuell in Dota 2, Team Spirit. Sie haben eine Serie gewinnen können und bei einer anderen es nochmal relativ knapp machen können. Also Respekt an Virtus Pro, die haben sich hier als heftiger Gegner für Spirit erwiesen, haben sie schwitzen lassen, haben ihnen viel abverlangt und wirkten auch hier schon wie ein harter Gegner im Lower Bracket, was sich später noch beweisen sollte. Dann Liquid gegen Talon. Da hat Liquid Talon schon überlegen schlagen können. Die sind absolut verdient weitergekommen, haben gezeigt, dass sie hier das bessere Team sind. Aber Talon hat es das ein oder andere Mal spannender machen können und ja, Liquid so ein bisschen ins Wanken bringen können. Also auch die haben keinen schwachen Eindruck gemacht. LGD gegen 9 Pandas lief ungefähr ähnlich, würde ich sagen, von den Kräfteverhältnissen. Und Nouns gegen Azeray habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß, dass Azeray Nouns ziemlich weggestompt hat, tatsächlich. Und das war auch deshalb ein bisschen enttäuschend, weil Nouns ja überraschend, ja, und als großer Underdog hier in die Playoffs eingezogen ist, weil sie in der Gruppenphase schon, ja, mehr Erfolge hatten und besser gespielt hatten, als man erwarten konnte. Also, sie hatten so dieses Aufkeimende, die Hoffnung von NA. Und dann wurde sie von Azeray weggewischt. Oder doch nicht? Es gab ja noch eine Chance. Nämlich am nächsten Tag der Lower Brackets. Hier wurden Shopify, TSM, EG, Gladiators und dann Nouns und Pandas gegen die jeweiligen Gewinner der Serien zuvor ausgehandelt. Und so sehen die Ergebnisse aus. TSM hat Shopify zerstört und Shopify hat kein sehr gutes Dota gespielt. Also große Enttäuschung. Und auch ein wenig, ja, altbacken vom Spielstil gewesen, was die geliefert haben. Also TSM ist an denen vorbeigezogen. EG gegen Gladiators, ebenfalls sehr eindeutige Sache. Gladiators war hier das bessere Team. Aber tatsächlich, ihr seht es hier auch schon, ist Gladiators auch danach gegen 9 Pandas weitergekommen. Und diese Serie war noch dominanter. Also EG hat tatsächlich noch mehr Gegenwehr geleistet. Allerdings hatte ich auch das Gefühl, dass Gladiators im Lauf des Turniers immer wärmer werden, immer stärker werden. Und deshalb 9 Pandas hier auch den schwierigeren Gegner, wenn auch am gleichen Tag und denselben, bekommen hat. Und oben, habt ihr vielleicht schon geschmult, konnte nach dem Sieg von TSM gegen Shopify sich Nouns gegen sie durchsetzen. Nouns hat wie der Phönix aus der Asche die Niederlage gegen Azeray weggewischt und TSM überzeugend geschlagen. Mit 2-0 kommen also tatsächlich als letzte Hoffnung für NA ins TI. Mit Gladiators zieht das zweite westeuropäische Team nach Liquid ebenfalls ein. Der letzte Tag, den habe ich noch gut im Kopf, weil das war gestern. Sah dann so aus. Bad Boom hat Keatstars geschlagen und Entity Tundra. Sowohl Keatstars als Tundra konnten von ihrem Dota mich zumindest gar nicht überzeugen. Zahlreiche seltsame Entscheidungen. Keatstars Drafts waren schwierig. Tundras Ingame-Performance und Keatstars Ingame-Performance ebenfalls. Und Bad Boom und Entity absolut verdient weitergekommen. Vor allen Dingen Bad Boom sah ziemlich stark aus und die haben cooles, gutes Dota gespielt. Natürlich hat der Roster von denen auch das Potenzial, aber die Umsetzung ist ja manchmal schwierig gewesen. Und dann ging es zu Bad Boom gegen Talon. Bad Boom gegen Talon habe ich die erste Runde noch im Livestream nachts mitgenommen und das war eine richtig geile Partie. Guckt die gerne nach, kann ich euch empfehlen. Richtig, richtig gutes Dota, sehr, sehr spaßig, sehr lang. Die zweite, bei der ich dann schon geschlafen habe, war nochmal ähnlich intensiv und lang und auch sehr, sehr spannend. Und selbst die dritte ging noch 50 Minuten, war aber schon relativ einseitig eigentlich von, ja, vom Midgame an. Heißt, Bad Boom gegen Talon haben sich ein richtiges, hartes Duell auf Augenhöhe geliefert. Zwei sehr starke Teams sind aufeinander getroffen und haben gutes Dota gespielt. Bad Boom schafft es im Endeffekt, in die Finals einzuziehen. Und weil Virtus Pro auch Entity schlagen konnte, sind damit insgesamt drei
Russische Teams im TI. Zwei westeuropäische, zwei chinesische mit Azaway und LGD und eben für NA Nouns. Noch immer eine ganz solide Verteilung, auch wenn die eine oder andere Region hier nicht so gut ausgesehen hat. Vor allen Dingen Southeast Asia hatte nicht allzu viel Erfolg im TI, das kann man jetzt schon fest sagen. Entity hat sich Virtus Pro auch einfach geschlagen geben müssen übrigens. Also da war nicht mehr allzu viel an Gegenwehr. Virtus Pro war zu gut für Entity. Ganz eindeutig. Das waren die Playoffs. Wie geht's jetzt weiter? Ihr könnt es euch denken, diese Teams spielen natürlich dann in den Finals gegeneinander, aber in welcher Konstellation? Ich glaube genau in der Reihenfolge hier, wir gucken mal. Das sind die Final Eight, ach sieht aber wunderschön aus, habe ich vergessen, dass ich das vorbereitet habe. Aber das ist wichtiger, dieser tolle Screenshot vom Hauptstream. Das ist das Upper Bracket und das Lower Bracket des TI. Nächsten Freitag, 19 Uhr geht's los und dann treten Team Spirit gegen Liquid an. LGD gegen Azaray, Nouns gegen Gladiators und Badboom gegen Virtus Pro. Jedes Matchup ist für sich genommen extrem spannend. Ich gehe darauf nochmal kurz ein und nenne euch auch gleich die Reihenfolge, in der sie stattfinden am Freitag. Die ist nämlich nicht von oben nach unten. Es fängt mit dem Lower Bracket an um 19 Uhr. Nouns gegen Gladiators, Last Hope of NA gegen das immer stärker werdende, krasse Gladiators. Super hartes Match für Nouns, wird sehr, sehr, sehr schwer. Wenn sie das noch schaffen, dann ist ein TI-Wunder bereits geschrieben. Gladiators hingegen, ne, wollen immer weiterkommen und haben als Ziel das Grand Final und auch den TI-Sieg. Das ist ein Line-Up, welches sich auf jeden Fall nichts als den großen Sieg am Ende des Turniers auf die Flagge schreiben kann, weil so gut sind sie und so erfolgreich waren sie auch in der Saison. Außerdem natürlich Westeuropa gegen NA, gerade für uns vielleicht auch spannend zum Zusehen. Unser erstes Match, absolut geil. Danach Badboom gegen Virtus Pro. Das ist natürlich auch ziemlich cool, ne? Sie sind Teams, die sich gut kennen, die aus der gleichen Region kommen und die vor allen Dingen auch beide sehr aggressives, sehr, sehr actiongeladenes, starkes Dota-Spielen. Also, wenn es da nicht komplett ausrastet, dann weiß ich auch nicht, wo es ausrastet. Aber trotzdem sind beide Matchups eigentlich nur Wartezeit. Bis zu meinem Favorite, nämlich Spirit gegen Liquid. Und Spirit gegen Liquid, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Der absolute Hammer. Ja, ich glaube, das wird extrem spannend. Ich bin super neugierig, was Liquid Spirit entgegensetzen kann. Oder vielleicht auch andersrum. Beide Teams wirken sehr stark für mich das erstbeste und drittbeste Team der Welt aktuell. Zumindest von diesem Turnier hier ausgehend. Und dann der zweite für mich zumindest, LGD gegen Azaray. Da wird Azaray nochmal besser spielen müssen, als sie es zuvor getan haben. Aber Nouns waren ja stark und die konnten sie bereits 2-0 schlagen. So geht's dann weiter am Freitag. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Natürlich dann am Samstag im Anschluss weitere Spiele aus den Finals. Und am Sonntag dann ab, nach unserer Zeitrechnung wegen Zeitumstellung, 18 Uhr. Das Lower Bracket Finale und das Grand Final des TI. Bis dahin, cool, dass ihr schon so lange dem Event und vielleicht auch mir folgt. Und wir sehen uns spätestens nächstes Wochenende. Haut rein.